Wenn der FC Bayern unterwegs ist, kümmert er sich auch sehr gerne um andere Dinge. Die Vorstandschaft besuchte heute am späten Vormittag die deutsche Schule in Porto, sehr zur Freude von über 300 Schülern. Unser Vorstandsvorsitzender ist der Vater von 5 Kindern, Karl-Heinz Rummenigge. Also mit Schulen kennen Sie sich aus? Ja, mit Schulen kenne ich mich gut aus, auch mit deutschen Schulen. Ich habe ja mal im Ausland gelebt ein paar Jahre und war sehr glücklich, dass wir mit den Kindern die deutschen Schulen da auch in Anspruch nehmen durften. Ansonsten kreisen die Gedanken sicherlich um das Spiel. Mit was rechnen Sie heute Abend? Ja, natürlich kreisen die Gedanken um das Spiel. Das ist ein wichtiges Spiel, Viertelfinale. Wir haben großen Respekt vor dem Gegner. Das ist eine Mannschaft, die eben in der Champions League noch kein Spiel verloren hat. Und hoffe, dass wir heute ein brauchbares Ergebnis hier erzielen, das uns eben am nächsten Dienstag dann hoffentlich die Tür zum Halbfinale öffnet. Dann drücken wir uns die Daumen. Danke. Danke sehr. Die Mannschaft war tagsüber beim leichten Aufwärmtraining. Wässern musste Pep Guardiola den Platz nicht, denn es gab zwischendurch immer wieder Regenschauer. Egal, jetzt fiebern alle, inklusive der 3000 angereisten Bayern-Fans, auf das Spiel hin. 19:45 Uhr Ortszeit in Porto.